Hallo Freunde der Spielkultur. Wir sind zurück bei Half-Life 2 mit Gordon Freeman. Wir sind gerade in dieses Kellergewölbe reingegangen, weil Alex uns gesagt hat von einem Hochhaus aus: Pass mal auf, Gordon Freeman, da unten, da können wir lang. Oh mein Gott, es kommt Combine von hinten. Und jetzt, nein, geh jetzt da schnell lang, hau ab, lass mich im Stich. Ich habe ja meine Handfeuer-Beretta und werde hier alles vernichten, was hier rumlungert. Man denkt sich dann nur, alles klar. Hauptsache, ich bleib an dem Ding hier hängen. Guck mal, hört sich doch schon nach Spaß an, oder? Wenn ich das hier schon sehe, dann weiß ich, na? Physik funktioniert nicht. Nimm das. Combine Monokel. Na, Munitionsverschwendung. Bäh. So, hier kommen doch bestimmt jetzt wieder so ein paar Facehugger. Beziehungsweise Kopfkrabben. Hallo? Komm du mal hier rein, Jung. Oh, da liegt ein Toter. Hallo? Bam! Bam! Kommt doch, wenn ihr euch traut. Bam! Danke, dass ihr mir den Weg freigemacht habt. Ich hab euch gesehen. Denk nicht, dass ihr das alles mit mir machen könnt. Dann gehe ich halt hier lang. Fertig. Na, oh, hier ist natürlich nichts. Dann gehe ich halt wieder zurück. Weil ihr schon sehen, was ihr davon habt, dass ihr mich hier in die Irre laufen lasst. Ich wünsche, ich hätte noch ein paar Granaten. Ja, genau, das ist ein echt optimaler Waffenwechsel. Dadurch, dass die Munition leer war jetzt. Du bist hässlich. Hier ist kein Sichtkontakt. Wo sind sie? Immer noch da ganz oben. Ich muss hier runter. Au! Oh. Na, wenigstens habe ich eins bekommen. Ja, müssen wir jetzt mal schauen. Ach so. Sowas ist das. So komme ich dann auch hier durch. Sehr schön. Viele Zombies. Noch mehr hässliches Zeug. Komm, hier. Sehr schön. Ich kriege auch Ohrenschmerzen langsam, glaube ich. Ey. Von den lauten Geräuschen von Half-Life. Ihr seid doch eh des Todes. Vor allem jetzt seid ihr des Todes, dass ihr euch selbst eine Granate vom Kopf schmeißt. Danke. Es fürchtet sich.
Ach, die waren alle schon tot. Tja, wenn man in so einer Falle monatelang sitzt und wartet, dass einer vorbeikommt, dann kann man schon mal tot sein. Nach dem Aufstehen. Hauptsache, die haben überlebt, ey. Geht ja gar nicht. Schön wär's gewesen. Aua. Ja, nochmal nachladen. Also langsam mit Munition Mangelware. Hör, lebst du immer noch? Ich lass mich nicht vergiften von dir. Ah, jetzt bin ich explizit auf der anderen Seite. Und hier gibt's A-Munition und B-Munition. Und eine Box. Die nix kann, außer halt eine Box sein. Jetzt bin ich amüsiert. Ja. Hier muss ich, glaube ich, von oben auf die Röhren. Röhrkraft, Junge. Hüpfen und hier rüber. Nein! Ah. Und? Wo ist jetzt das Problem? Oh, sehr gut. Kopfschuss. Andere Ecke geflockt. Na, wo ist der letzte? Es gibt sogar noch einen. Und es werden wahrscheinlich noch mehr Gegner kommen. Das ist ja wieder so ein bisschen hier rumwarten und nichts tun. Beziehungsweise, hier kommen Gegnerwellen und wir warten, dass irgendwas passiert. Den können wir schon mal wegmachen, weil sonst bin ich gleich Matsche bestimmt. Und jetzt? Muss ich am besten den Schalter wieder betätigen und dann draufgehen, oder? Mein Handy ging. Ich habe Freunde oder sowas in der Art wenigstens. Ich habe sogar Nachrichten bekommen. Na. Ja, Hauptsache ich treffe nicht. Ach, jetzt reicht's mir. So Schmarrn. Hauptsache das Ding wackelt wie immer hier. Was ist mit ihm passiert? Ich glaube, eigentlich muss ich hier so geradeaus. Fachgerecht angeflockt. Ach, lass mich doch in Frieden. Ich bin doch nur... Na? Von wo wäre ich denn schon wieder beschossen? Ach, da ganz oben. So, hier kann man nirgendwo lang. Hier kann man... Sehr schön. Okay, die Kletter-Action funktioniert schon mal nicht. Uah. Nein! Ach nee, ey, so ein Schmarrn. Uah.
Boah, ich bin jetzt schon demotiviert. Ja, worüber könnte ich denn jetzt mal eben ein bisschen was erzählen, um die Zeit zu überbrücken? Also, Kräne. Kräne sind wundervolle Geschichten. Na? Komm hoch. Ich bin so traurig. Trauriger Puff. Naja, so habe ich die Zeit wenigstens überbrückt. Ich dachte, da wären Handabdrücke. Das wäre total banal. Das wird ja an der Stelle gar keinen Sinn ergeben. Nein, nicht so schnell. Komm. Das reicht. So. Jetzt geht's zurück. So, nehme ich noch ein paar Tonnen mit. Vielleicht brauche ich die ja. Weil die stehen ja so lustig hier. Schneller! Höher, weiter, breiter! Ach, ich sehe schon, was ich machen muss. Schnell sein, nämlich. Ah ne, ich komme auch so hier nicht hoch. Ja. Hier war auch nur Steinwand. Dann muss ich aber hier irgendwo noch, doch, irgendwie muss ich... Frustration. Doch, am besten, ich komme da irgendwie drauf. Oder übersehe ich wieder eine Leiter? Was ist, wenn man so halb verschlafen die Spiele spielt? Erstmal speichere ich hier oben, damit ich nicht immer wieder hochlaufen muss, wenn ich hinfalle. Dann. Ah, hier ist eine Leiter. Hallo? Beschuss von wo? Oh, von da oben. Das sind echt die witzigsten, ne? Wer guckt denn da hin, bitteschön? So, jetzt kann ich hier rüber. Obwohl. Ich konnte doch gerade hier was sehen, oder? Hm. Ja, da oben ist Lamba. Lamba da. Oho. Lambada. Und wisst ihr, warum das passiert ist? Damit ich jetzt hier drauf gehen kann und hoch genug bin, um hier nachher auf die Plattform zu kommen. Krass, oder? Oder da unten sind Medikits versteckt. Aber die hole ich mir jetzt nicht mehr. So, mal eben speichern. Sehr gut. Genau dafür speichert man. Okay. Dann muss ich auf den Bottich.
Mach den nicht lächerlich. So. Jetzt bin ich schon mal ein Stück weiter. Habe ich jedenfalls gedacht. Ach, hier ist eine weitere Leiter. Aua. Ist hier irgendwo noch einer, über den ich mich aufregen kann? Sehr schön. Boah, was eine Stelle. Was eine elendige Stelle in dem Spiel. Die Leitern konnte man kaum sehen. Jetzt sollte es da hinten nochmal eine Leiter geben. Sehr schön. Ich kann noch weiter hoch. Ja. Und jetzt muss ich... Tja, wie eine gute Frage. Naja, kaputt gemacht und dadurch die Punkte bekommen. Beziehungsweise, da ich es aufgeklärt habe. So, gucken wir mal. Was es hier so gab. Munition. Eine Granate brauche ich jetzt nicht. Ja, das wäre das gewesen. Ach, jetzt kann ich, genau. Kann ich hier reinhüpfen. Und hier rein. Juhu! Yeah! Gone Freeman! Du bist so ein Tier. Gordon. Guck dich an. Guck, was aus dir geworden ist. Wow, Ladedaten. Oh. Boah. Gut, Freunde. Folgt Freeman. Das hatten wir doch schon mal, das Spiel. Aber dazu mehr im nächsten Part von Gone Freeman und Half-Life 2. Bis dann, Leute.